Willkommen zurück beim nächsten Part. Wir spielen immer noch Shovel Knight. Machen schnell das Feuer aus und legen los. Im letzten Part haben wir ja Polar Knight besiegt. Und das sehen wir hier jetzt noch. So. Damit ist ein nächstes Schloss offen. Wir haben wieder ein bisschen Kohle. Ich überlege gerade, ob wir uns noch was leisten. Halle der Helden? War ich da schon drin? Nein, da war ich noch nicht drin. Oh! Ich kenne doch, ich habe da Geld geliehen, her damit. Ticketverkäufer. Dies ist die Halle der Helden, ein lebendes Monument für die Gründer dieses großen Landes. Eintritt für eine Person, das macht dann 5000 Gold, bitte. Oh Gott, mach ich das? Ich gehe erstmal auf niemals. Ja nun, ich verstehe, die Kunst kann nicht erwarten, vom Pöbel unterstützt zu werden. Ja toll, ich habe keine Alternative. Ja, ja, da gehen wir mal rein. Mal gucken, was es gibt. Wunderbar, zweifellos ein Kunstkenner. Viel Spaß bei deinem Besuch. Ich wette, da hängt jetzt ein Bild und das war's. Könnte ich mir das vorstellen? Nee, das wird ein Kampf. War das ein Kampf? Ein Gast sagt, Ark, hier spukt's. Geister spuken in diesen Hallen und wir sind alle hier gefangen. Auch du, haha. Also, willst du was dagegen unternehmen? Ja, ich bin gerade mal da, hier. Da dachte ich mir. Wir räumen hier mal ein bisschen auf. So, und ich komme jetzt mal drauf zu sprechen, was ich im letzten Part zum Schluss gesagt habe. Da ging es nämlich um Let's Plays und um, ja, ich glaube, ihr müsst schnell durchlaufen. Und um weitere Projekte. Und da seid ihr gefragt. Ich möchte nämlich, dass ihr... Hä? Was mir das auch immer bringt. Aha! Ich möchte nämlich, dass ihr immer mit dabei seid, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, sage ich jetzt mal. Ist er tot? Hä? Ich verstehe es nicht so ganz, aber... Ja, nun gut. Jetzt. Kannst du drauf? Ja. Das ist ja noch einfacher. Dass ihr bei wichtigen Entscheidungen dabei seid, dass ich euch immer frage, so weit es mir möglich ist. Wenn es halt um ja wichtige Entscheidungen geht. Und so zum Beispiel auch bei meinen Let's Play-Projekten. Denn ich kann mich immer relativ schlecht entscheiden. Das wäre dann der Vorteil für mich. Die Entscheidung nehmt ihr mir irgendwo ab. Und ich weiß halt auch nicht, was ihr gerne sehen möchtet. Ich kenne euch ja nicht und deswegen würde ich euch da ganz gern fragen. Jetzt fragen wir mal die, was hier los ist. Ich kann nicht glauben, dass ich mein ganzes Geld dafür gespart habe. Naja, musst du mal auf Reisen gehen, da findest du viel. Auf mein... Das Geister das Licht hassen, jetzt weißt du das auch. Muss ich jetzt jeden Geist so besiegen mit dieser Lichtkugel, oder was? Es scheint so zu sein. Okay, da ist ein Loch. In der Decke, im Boden. So, den haben wir erledigt. Ich glaube, wir kriegen unsere 5000 wieder. Hier auf mich auch eine Kugel. Ja, jetzt. Hier kann man bestimmt runterfallen, das wollen wir nicht. Und zack. Auch erledigt. Ne, nicht erledigt. Der ist nur... Der ist vorher unsichtbar geworden. Ah, alles klar. So funktioniert das Ganze. Finde ich auch eine coole Idee, ganz ehrlich. Gefällt mir. Da kommt runter. Ja, und jedenfalls würde ich gerne... Ich habe ja so immer so im Kopf, was ich ungefähr Let's Playen möchte. Also so circa weiß ich das schon. Das gibt's doch nicht. Könntest du mal bitte auf diese Kugel reagieren? Das gibt's nicht. Jetzt. Ja, und da würde ich das gerne so machen. Ich würde euch gerne fragen, und zwar mit so Abstimmungen. Ich gebe euch vor, keine Ahnung, dass ich 3 Spiele gerne spielen möchte, kann mich aber nicht entscheiden, welche. Und ihr stimmt dann ab, welches ich von diesen 3 Spielen spielen soll. Da werde ich auch jeweils eine kleine Vorstellung machen, ein kleines Video, um welche Spiele es sich handelt.
Jedenfalls soweit, wie ich das weiß. Also, wir waren noch nicht ganz fertig. Aber hier gab es diese Kugel nicht. Was soll ich denn hier machen? Doch, hier ist die Kugel. Ja. Jedenfalls, soweit ich das, soweit ich das weiß, werde ich dann die... Schießkinder. Die Spiele soweit vorstellen. Mann. Ihr müsst gerade denken, ich let's play das erste Mal. Aber wenn ich genau drüber nachdenken muss, was ich sage, das ist echt heftig schwer zu reden und zu zocken. Kommst du mal hier runter? Ah, nee, das war meine Schuld. Ich muss nämlich die Kugel oben liegen lassen. Dann funktioniert das Ganze nämlich auch. Aber dann habe ich nur einen Versuch, so wie das aussieht. Oder ich schmeiß die einfach in die andere Richtung, weil der Geist müsste doch dann auch... Ja, hat gepasst. So, das haben wir auch erledigt. Das war's dann auch schon. Ich glaube. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Finde ich echt eine coole Idee, muss ich sagen. Na, jetzt kommt natürlich ein großer Geist. Was sie hier sich einfallen lassen haben, das ist echt Hammer. So, den muss ich jetzt natürlich auch genau treffen. Da müsste er aber runterkommen, oder? Tut er nicht? Ja, tut er, jetzt tut er es. Oh, 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 das wird heftig. Das sehe ich jetzt schon. Boah, verdammt nochmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird hier heftig. Ja, auf jeden Fall. Oh, wenn ich beide stoße, dann passt das. Auf jeden Fall werde ich dann diese Videos so machen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Und ihr könnt dann abstimmen und entscheiden, was ich ungefähr spiele. Ich werde mal überlegen, ob ich das jeweils immer mit Spielen mache oder ob ich euch einfach nur frage, also erstmal frage, wollt ihr gerne Adventure sehen, wollt ihr gerne ein Aufbauspiel sehen, wollt ihr gerne einen Shooter sehen und so weiter. Und dann, Leute, das ist nicht euer Ernst, und dann euch frage, welches von denen, die ich mir ausgesucht habe. Aber ich habe immer so das Problem, ich bin jetzt nicht so der große Shooter-Fan, habe aber ab und zu mal Lust, einen Shooter zu machen. Habe allerdings die Befürchtung, dass ich einen Shooter anfange und ja, das war's dann auch schon. Ich spiele den dann wahrscheinlich nicht bis zum Schluss. Wenn aber ihr den Shooter gewählt habt, dass ihr den als Let's Play sehen wollt, dann habe ich ja irgendwo so eine gewisse Verpflichtung, das dann auch einzuhalten. Obwohl ich das im Moment mit anderen Spielen auch gerade nicht so mache, wie zum Beispiel mit Yoshi's Woolly World, bin ich echt am überlegen, ob ich das weiter Let's Playe. Denn mich spricht das Spiel irgendwie nicht so richtig an. Und es scheint bei euch auch nicht ganz gut anzukommen, so wie es aussieht. Jetzt haben wir es. Haben wir es geschafft. Sehr gut. Aber Yoshi's Woolly World werde ich irgendwann mal fertig let's playen und gleich nochmal neu anfangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das mache. Nur, ich kann es nicht mehr sehen, weil immer wenn ein neues Spiel rauskommt, überall wird man damit, genervt, regelrecht. Jetzt mit Mario Maker. Wenn ich jetzt auf YouTube auf die Startseite, da sehe ich so oft Mario Maker, ich kann es nicht mehr sehen. So, Held, vielen, vielen Dank, dass du uns vor den Geistern gerettet hast. Zu sagen, dass es da spukt. Allerdings geht man dieses Risiko ein, wenn man die Katze im Sack kauft. Ja, schönen Dank auch. Bitte lass mich dich für deinen ritterlichen Mut belohnen. So, ich bin Held der Halle. Cool. Sehr schön, sehr schön. Da würde ich aber sagen, dann machen wir jetzt mal diese ganzen Levels hier so Sinn. Eisenwahl. Geschafft, was? Ja, wir machen jetzt mal diese ganzen Level hier, denn ich möchte nicht unbedingt noch einen Endgegner anfangen. Da ich mir... Nein. Oh. Da ich mir gut vorstellen kann, das wird doch nie im Leben was. Verdammt. Ich wusste es. Na gut, wir sind nicht ganz so weit runtergefallen. Da ich mir sehr gut halt vorstellen kann, dass dieser Endgegner natürlich wieder länger braucht.
bis jetzt immer noch nicht gestorben. Ich komme hier aber nicht mehr hoch, das heißt, ich muss hier runter. Was ist denn hier Schönes für mich? Nein. Okay. Nein, 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 nein. Also jetzt haben wir echt viel Kohle, muss ich sagen. Guckt euch mal die Kohle an, da kann man jetzt einiges kaufen. Ach, das war's schon. Das haben wir erledigt. Sehr schön. Bevor ich jetzt aber die ganze Kohle wieder verliere, gehe ich jetzt mir mal eine Rüstung zulegen. Würde ich sagen, ne? Rüstung oder Schaufel? Ja, Schaufelklinge. Mal sehen, was du mir jetzt hier anbieten kannst. Warte mit dem Angriff, um einen mächtigen Sturmschlag zu entfesseln. Ja, war schon. Punktensturz bei voller Gesundheit kannst du bei einem Schaufelsturz Punkten sprühen lassen. Moment mal, wenn ich jetzt kaufe, habe ich dann alle oder bin ich dann einfach nur... Kann ich irgend... Moment. Ah. Hier so alles habe. So Sand und so Sand. So, einmal wieder zurück, bitte. Kann ich vielleicht auch hier noch mehr sehen? Okay. Dann holen wir uns erstmal eine Rüstung. Weil ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt das, die Schaufel aufbessern lasse, ob das andere dann verschwunden ist. Puh, was nehmen wir denn? Wenn du im Kampf fällst, hinterlässt du nur halb so viel Geld. Interessant. Opfer ein wenig Schutz für ein höheres Magielimit und sammel Magie von besiegten Feinden ein. Nee, das ist doof. Mit zwei Schaufelstürzen kannst du einen mächtigen Sturmschlag entfesseln. Das klingt gut. Und schwer gepanzert hält dich nach Treffern an Ort und Stelle. Doch anhalten ist schwer. Das ist auch nicht so gut. Ich nehme jetzt erstmal hier... Das, halb so viel Gold. Und kaufe jetzt die, die ich mir jetzt eigentlich kaufen wollte. Und bin da mal gespannt. So. Was konnte ich damit jetzt machen? Ich hab's schon vergessen. Ich glaube, ich konnte einen mächtigen Sturzangriff machen. So, da sind wir hier fertig. Jetzt gehen wir nochmal in die andere Stadt und holen uns nochmal die, die Magie. Also ich hätte gedacht, dass unser Geld knapp werden könnte, aber... Ja, jetzt seht ihr, dass wir teilweise echt viel kriegen. Jupp, her damit. Bist du sicher? Ja. Möchtest du noch eins? Ja, ja. Wie kann ich denn da bitte... Wollt ihr mich verarschen? Jetzt habe ich schon 80. So. Wiedersehen. Und raus hier. Wir hätten die Notenblätter gleich mit abgeben können. Aber egal. So, da komme ich jetzt nicht hin, wo ich eigentlich hin wollte. Schade. Da unten, das ist ein festes Level. Ja, da machen wir noch hier... Machen wir nochmal Black Knight. Mal sehen, was er denn von mir möchte. Oh, die Verzauberin. Mit dir an unserer Seite, Black Knight, ist die totale Macht zum Greifen. Na, ich flehe dich an. Nimm dir meine Worte zu Herz. Und mir geht es allein um deine Sicherheit. Und da ist er explodiert. Ja. War das die Verzauberin? Sag mir, war du? Bist du diese Scharade noch nicht leid? Halt dich da raus. Du bist noch kein blind gefolgt. Black Knight, aber der Orden und die Verzauberin müssen weg. Na, du wandelst auf einem Pfad, der dich ins Verderben führt. Der einzige Pfad, den ich suche, führt zum Turm des Schicksals und ich werde ihn erreichen. Niemals, stehle deine Schaufel. Jo, jetzt müssen wir nochmal. Runde 2, mal sehen, ob er was dazugelernt hat. Ey, was soll denn das? Sehr unfreundlich. Komm her, komm her. Na, komm her. Ey, du willst einen Tanz? Den kannst du haben. Ich tanze auf Schranz, also... Ich glaube, ich halte das länger aus. Komm her. Ich höre Volksmusik. Kannst du mithalten? ich kann diesen Schaufelangriff nicht ausprobieren, weil er hier
wie so ein Eichhörnchen mit ja, wie so ein Eichhörnchen auf Droge rumhüpft. Also so von seinen hyperaktiven Verhalten könnte er aus einem Nickelodeon-Film stammen. Komm her. Ach, jetzt wurde richtig frech. So. Zum zweiten Mal erledigt. Wäre auch schön, wenn er jetzt wegbleibt. Herrlich. Wie von der Tarantel gestochen. So, jetzt probieren wir mal den da unten aus, was das auch immer ist. Was ist das für ein Zauber? Was? Phantomschläger. Macht Ehre. Die Eigenschaften eines ehrenwerten Ritters. Mein Herr, ich glaube, wir kennen einander noch nicht. Wir treffen uns heute auf dem Schlachtfeld und wir haben beide viele Ritter besiegt und sind weit gereist. Heute kämpfen wir. Zur Seite. Du und ich, wir haben keinen Grund zum Kämpfen. Der Kampf an sich ist Grund genug, wackerer Ritter. Heute wirst du auf die Probe gestellt. Bist du bereit? Nee. Darf ich bitte gehen? Oh Gott, er läuft ja wie... Hat was im Rücken, oder? Junge, Junge, Junge! Na? Da muss ich echt sagen, die haben sich echt schön viele Sachen ausgedacht. Also eigentlich könnt ihr ihn so relativ gut in Schach halten. Ihr, ja, der Blitz, der von oben kommt, der kann euch relativ egal sein, weil er euch nicht so viel abzieht. Und ihr seht, das ging auch relativ einfach. So, und jetzt? Ha, ich bin besiegt, aber nur knapp. Du musst weiter trainieren, um gewappnet zu sein. Lebe wohl, Shovel Knight. Jo, was war denn das jetzt für eine... Was war denn das jetzt? Heldentat verbracht. Trifft sich... Was? Trifft sich gut oder so. Jetzt gehen wir noch... Ja, gehen wir hier rein und dann beenden wir den Part und gehen im nächsten Part... ja, den nächsten Knight angreifen. Angerauter Seher. Was für eine gefährliche... was für gefährliche Klippen. Du willst noch weiter? Dann solltest du besser fliegen lernen. Hä? Ja, Wien. Wien ohne Arme. Ein angekrauter Seher. Ja. Ich sollte fliegen lernen. Wo lerne ich denn jetzt fliegen? Bist du sicher alle Fortschritte? Ja, klar. Wo lerne ich denn jetzt fliegen? Ich glaube bestimmt hier oben. Propeller Knight. Und dann haben wir noch im Ohrenturm Tinker Knight. Tinkerbell. Mit Rüstung. Gut, wir sind soweit durch. Dann beende ich den Part jetzt und im nächsten Part nehmen wir. Fällt euch was auf? Ein Uhrenturm? Ein fliegendes Schiff? Habt ihr Mario 64 gespielt? Waren das nicht die zwei obersten oder die zwei letzten Level im obersten Stockwerk? Ja, ich werde mich gleich entscheiden. Jetzt wollte ich sagen, was ist denn hier rechts? Da war ich da eben. Jo, alles klar. Im nächsten Part nehmen wir, ich würde sagen, wir nehmen hier die Uhr und machen erstmal Tinkerplatz. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann, macht's gut.